Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um ein Bilanzierungsthema, nämlich was sind eigentlich Summenzeitreihen und was sind eigentlich Clearinglisten, wofür werden die angewendet, was sind die Unterschiede und so weiter. Also es geht, wie gesagt, um Bilanzierung. Was ein Bilanzkreis ist, habe ich an anderer Stelle schon mal genauer erklärt. Nur ganz kurz zusammengefasst, ein Bilanzkreis ist ein virtuelles Energiemengenkonto, was eben alle Energieflüsse im Sinne der Einspeisung und im Sinne des Verbrauchs von einem Lieferanten in einem Netzgebiet gegenüberstellt. Das ist der Bilanzkreis. Dieser Bilanzkreis muss immer ausgeglichen sein, damit eben auch die Bestellung von Energiemengen und dann auch die Zuordnung von Energiemengen immer ganz korrekt stattfindet. Das hat schlussendlich auch den Sinn, dass das Stromnetz immer schön ausgeglichen ist. Jedenfalls, wie funktioniert jetzt eigentlich wirklich der Alltag? Wie funktioniert der Austausch? Und dafür werden zum Beispiel Summenzeitreihen angewendet. Was ist eine Zeitreihe? Was ich an anderer Stelle auch schon mal angedeutet habe, das ist nichts anderes als eine chronologische Abfolge von Daten, in dem Fall von Energiemengen. Indem wir zum Beispiel sagen, für die erste Viertelstunde des Tages gibt es folgende Energiemenge, für die nächste Viertelstunde gibt es folgende Energiemenge und so weiter und so fort. Eine Summenzeitreihe ist jetzt eben eine Zeitreihe, die Summen darstellt. Und Summen sind ja natürlich die Summen von Energiemengen. Zum Beispiel alle Energiemengen, die einem bestimmten Lieferanten zugeordnet werden, die stehen in der Lieferantensummenzeitreihe. Alle Energiemengen, die in einem Bilanzierungsgebiet sind, die stehen in der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe, abgekürzt BGSZR, was ihr eben auch manchmal in den Prozessen so lesen könnt. Genauso gut die Bilanzkreissummenzeitreihe und so weiter. Es gibt verschiedene Summenzeitreihen, die eben am Ende des Tages Energiemengen, die einem bestimmten Faktor zugeordnet werden können, zusammenfassen. Diese Summenzeitreihen sind MS-CONS-Nachrichten, also ganz klassische Energiemengendateien. Die MS-CONS ist ja ein Nachrichtentyp, mit dem eben Energiemengen übertragen werden. Und in dieser Summenzeitreihe überträgt jetzt ein Marktpartner an seinen praktisch gegenüberliegenden Marktpartner die Energiemengen, die er in einem bestimmten Zeitraum hier summiert vorfindet. Heißt also, zum Beispiel für einen Monat, für einen Bilanzierungsmonat, sind in der Bilanzierungsgebiet-Summenzeitreihe alle Energiemengen dieses Bilanzierungsgebiets für diesen Monat zusammengefasst. Die gehen jetzt an den Marktpartner. Der Marktpartner checkt jetzt natürlich das gegen seine eigenen Daten. Bestenfalls hat er die gleiche Energiemenge drin stehen, wie eben in der Summenzeitreihe übertragen wird. Im Regelfall ist das nicht so. Im Regelfall gibt es natürlich irgendwo Unterschiede. Was er jetzt macht, ist eine Clearingliste beantragen. Eventuell hat er diese Clearingliste auch schon abonniert. Dann bekommt er die sowieso zugeschickt. Was ist jetzt die Clearingliste? Die Clearingliste ist eine Liste von allen bilanzierungsrelevanten Stammdaten, die eben auch wieder diesem Faktor zugeordnet werden können. Also alle bilanzierungsrelevanten Stammdaten aller Kunden, die in diesem Bilanzierungsgebiet sind, oder von allen, die in diesem Bilanzkreis zugeordnet sind, oder von allen, die diesem Lieferanten zugeordnet sind. Und dementsprechend gibt es die Lieferanten-Clearingliste oder die Bilanzierungsgebiets-Clearingliste oder die Bilanzkreis-Clearingliste. Das kürzt sich dann meistens ab mit BGCL oder BKCL, während die Summenzeitreihe die BGSZR, BKSZR und so weiter ist. Heißt, diese Stammdatenliste in der Clearingliste, das ist eine UTMD. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr zum Beispiel Bilanzierungsclearing auf Seiten von dem Lieferanten macht, als den Begriff Zuordnungsliste. Das ist also nichts anderes als eine UTMD mit allen bilanzierungsrelevanten Stammdaten, also Kundendaten erstmal, Name, Adresse und so weiter, Marktlokation, Jahresverbrauchsprognose, Lastprofil und so weiter. Diese Daten sind dann in der, und also natürlich auch die tatsächlich angenommene Energiemenge, die hier jetzt im Monat zugeordnet ist, die ganzen finden sich auf dieser Clearingliste wieder. Und damit kann jetzt der Marktpartner ziemlich genau nachchecken, wo es die ganz konkreten Unterschiede gibt. Er hat ja in der Summenzeitreihe einen Unterschied gefunden. Und jetzt kann er die Clearingliste ganz genau den einzelnen Fall, den einzelnen Kunden, die einzelne Marktlokation herausfinden, in der es einen Unterschied gibt.
Dieser Unterschied ist dann entweder offensichtlich, vielleicht wurde irgendeine Stammdatenänderung nicht verarbeitet oder die Gegenseite hat einfach irgendwelche Daten aktualisiert, aber sie eben nicht zu uns geschickt. Und jetzt kann man natürlich das Ganze klären. Und wie klärt man das? Natürlich durch ein bilaterales Clearing, also durch einen Anruf, durch eine E-Mail, die man dann eben an die Gegenseite schickt und wo man dann sagt, hier gibt es einen bestimmten Fall, da wollen wir bitte schön eine Korrektur haben, damit wir die Bilanzierungsprozesse erfolgreich abschließen können. Sollten es keine Unterschiede gegeben haben, also sollte die Summenzeitreihe von vornherein korrekt dargestellt gewesen sein, dann gibt es einfach nur eine Prüfmitteilung als Antwort. Die Prüfmitteilung gibt es auch bei Negativen, da steht eben drin, hier gibt es Unterschiede. Oder die Prüfmitteilung sagt, hey, alles super, wir haben genau die gleiche Menge. Der Prozess sagt also, Summenzeitreihe geht an den Marktpartner, der prüft und schickt eine Prüfmitteilung zurück. Und danach eben, wie gesagt, der Aufruf der Clearingliste, die man entweder anfordert oder die sowieso abonniert ist. Dann prüft man über die Clearingliste die ganz konkreten Unterschiede in den Bilanzierungsdaten und dann geht man in das bilaterale Clearing per E-Mail, per Anruf, heutzutage zum Glück nicht mehr per Post. Und dementsprechend kann man dann dafür sorgen, dass die Summenzeitreihe jetzt eben durch die Korrektur doch übereinstimmt und dann ist alles in Ordnung, dann ist der Bilanzkreis ausgeglichen, dann sind die Bilanzierungs Daten ausgeglichen, dann kann die Bilanzkreisabrechnung auch entsprechend erfolgreich abgeschlossen werden. Wenn es dort weiterhin irgendwann Unterschiede gibt und irgendwann läuft auch mal die Frist für Korrekturen aus, dann hat man echte Probleme, dann müssen Energiemengen irgendjemandem zugeordnet werden und das kostet natürlich Geld. Also sind genau diese Prozesse der Summenzeitreihen und der Clearinglisten dafür gedacht, dass man die Energiemengen, bevor die Korrekturfristen abgelaufen sind, gegenseitig abgleichen und ausgleichen und korrigieren kann. Und genau dafür gibt es eben diese eingangs benannten Summenzeitreihen und Clearinglisten. Summenzeitreihen, wie gesagt, MS-Konst-Nachrichten mit Energiemengen und Clearinglisten, wie gesagt, UTMD-Nachrichten mit Stammdaten, mit bilanzierungsrelevanten Stammdaten. Und das sind die Summenzeitreihen und die Clearinglisten. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder konkrete Alltagserfahrungen damit gesammelt, wenn ihr zum Beispiel in den Bilanzierungsbereichen arbeitet, dann schreibt das mal einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche neuen Ideen für weitere Videos habt, schreibt auch einfach die unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und liked das Video. Und hier seht ihr auch nochmal ein paar weitere relevante Bilanzierungsvideos von mir aus der Vergangenheit. Und jetzt einfach bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.